Hallihallo, Hallöchen, herzlich willkommen zur neuen Dede-Videoport heute am Ostermontag. Der letzte Feiertag, bevor wir quasi in die neue Woche reinstarten können müssen. Heute ist bereits, wie erwähnt, Montag. Das heißt, die Woche ist relativ kurz. Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag, schon wieder Wochenende. Für die einen kurz, für andere lang. Für mich ist das Wochenende, glaube ich, eher kurz. Ich habe wieder am Freitag frei und muss Samstag wieder arbeiten. Sonntag wieder frei und dann kann ich schon wieder Montag wieder arbeiten. Aber Gott sei Dank, mein erster offizieller Urlaub kommt mal wieder. Gleich Anfang Mai gehe ich in Urlaub, Hochzeitstag, traditioneller Urlaub von meiner Person und ja. Ich freue mich eigentlich nicht so wirklich drauf, hier arbeiten gehen zu müssen, aber einer muss es ja machen. Einer muss ja quasi die Wirtschaft am Laufen halten. Und ja, das Wetter ist heute ja auch von der Art war schön, kann man sagen. Wir haben jetzt hier bei mir einen Schuppen. Die letzten Tage, wo ich hier war, waren es ungefähr 10 Grad Kälte. Mein Schuppen sind aktuell gerade 17 Grad drin in meinem Arbeitsschuppen. Die letzten Tage war es um die 8 bis 10 Grad maximal gewesen. Was heute ein bisschen stört, ist der Wind. Und das soll noch schlimmer werden. Weil ohne Wind hätten wir heute gefühlt leichten Sommer schon. Aber nur gefühlt leichter Sommer. Ab morgen ist ja wieder komplettes Gegenteilwetter. Morgen haben wir Regenwetter. Aber stört mich nicht weiter. Ich habe dann morgen Zeit, ein Video zu beschneiden, was schon aufgenommen wurde. Ich muss da denken, meine ganze Technik mitzunehmen. Meine Kamera und so weiter, weil da ist das Video drauf. Auch ein, zwei Bilder vom Osterfeuer, was in Deko gemacht wurde in Rostock. Da haben wir jetzt mal kurz haben sie die Drohne steigen lassen, da mal kurz fotografiert. Auf dem Folien sind nicht die Menschenmassen zu sehen, aber ist ja klar, ne, beim Feuer geht man ja außen rum, ist ja warm. Also beim Feuer stehen ganz viele Menschen und sonst, ja, die Leute, die es gelesen haben, sind gekommen, haben sich ein Bierchen gegönnt für 2 Euro und eine Bratwurst für 2 Euro. Und da war es gewesen. Also die Preise kann man sagen, die waren ziemlich top gewesen. Bei unserem Osterfeuer hier in Dirko, 2 Euro für eine Bratwurst, 2 Euro für ein Bier, kriegt man natürlich selbst gekauft günstiger, ist klar. Aber es war ja eine öffentliche Veranstaltung und dafür sind wir 2 Euro vollkommen okay. Gegenbeispiel, meine Eltern noch hier, Opa und Oma noch hier, die waren mit unseren Kindern auf dem Ostermarkt gewesen und, ne, wie sie eben erwähnt, Osterfeuer, Bratwurst 2 Euro, Ostermarkt, Bratwurst 4 Euro. Ja, da sieht man schon einen kleinen Unterschied. Ne, da macht das hier das Essen oder hat dir hier das Essen mehr Spaß gemacht. Und auf dem Ostermarkt sagt man eher, lieber dreimal kauen, bei viermal kauen ist teuer. Ich bin ja dabei, wie ihr schon auf dem Foto gesehen habt, unseren Schuppen 2.0 so ein bisschen zu errichten. Ist jetzt ein bisschen fummelig. Ich muss jetzt quasi kleinere Bretter jetzt zusammensägen, weil durch die Bauart, wie wir es gewählt haben, wie meine Frau es gerne haben wollte, habe ich ein wenig mehr Schneidearbeiten jetzt, weil meine Frau will sowas die Blumenkästen noch dran haben. Sind ja durch die Palettenform automatisch ja gegeben, so eine Blumenkästen. Die sind jetzt nicht von der Breite her, fallen sie jetzt nicht so dermaßen aus, sondern fallen eher eng aus, aber es reicht zum Bepflanzen vollkommen aus. Aber ich muss ein bisschen die Spalte dazwischen schließen, weil wir wollen ja schließlich, wenn wir einen Schuppen, auch wenn der Schuppen offen ist, nicht für alle Tiere so leicht begehbar machen, beziehungsweise wenn der nächste Regen kommt, nicht für erst reinregnen, weil der Schuppen 2.0 bleibt ein offener Schuppen. Ob eine Tür reinkommt, steht noch außen vor. Wahrscheinlich eher nicht, weil da sind jetzt keine Wertgegenstände drin, wo man sagen kann, oh Gott, wenn die geklaut werden. Ja, das ist dann halb so wild, weil ja, es sind von der Art dann nur Sitzauflagen drauf und so weiter. Es dient ja nur darum, quasi Sitzauflagen wind- und wettergeschützt irgendwo lagern zu können. Und natürlich auch dementsprechend optisch noch ein bisschen anmalen, damit das Ganze nicht so mölig aussieht. Weil die jetzige Ecke, ihr seht es auf dem Foto, ja, sieht ziemlich mölig aus. Und wenn der Schuppen steht, sieht man die Müllecke ja auch nicht mehr so wirklich. Und man hatte wieder einen neuen Lagerplatz. Mal wieder, kein neuer, ist ja jetzt auch schon Lagerplatz, aber quasi jetzt der Lagerplatz noch offen. Und danach ist der Lagerplatz ein bisschen verschlossener. Und ja, mal sehen, wie das Ganze so wird. Also, Bretter singen. Ich wollte noch bis 17 Uhr machen, circa hier im Garten. Das heißt jetzt circa noch eine Viertelstunde. Ja, ich muss aber jetzt einmal drei Bretter auf 38 cm sägen, damit dort in den Kasten wieder reinpassen. Das wird noch ein bisschen, ja, ich habe gerade nur ein Brett hier liegen. Zweite Brett ist hinten, muss von hinten mitnehmen, welche mal. Ich habe ein Brett hier und Holz habe auch noch hier, also daran scheitert es nicht. Aber, ja, man merkt, ich war die letzten Tage im Garten gewesen. Ich habe die letzten Tage im Garten, kann man so sagen, viel gemacht, ja. Und dementsprechend bin ich auch schon ein bisschen ausgelaucht. Das heißt, eigentlich habe ich jetzt gerade aktuell keinen Bock mehr. Ich müsste noch Wetterschutzfarbe aufbringen. Habe ich auch noch die weiße Farbe noch hier? Was kann ich noch weiß hier haben? Nö, ich habe nur noch silbergrau hier. Okay, der Schuppen sollte eigentlich weiß werden. Ich habe auch nur grau hier.
Gut, Farbe weiß kaufe ich jetzt nicht. Farbe grau will ich aber nicht malen, oder doch? Passt das optisch? Könnte man, ach, man könnte es auch grau machen. Dann wird es so dunkel wieder. Ich weiß, man muss sehen, man muss sehen. Meine Schuppentür hätte ich heute auch schon anmalen können, habe ich es auch nicht gemacht, weil ich dachte mir, wenn ich damit wieder anfange, mit meiner Schuppentür anzumalen, dann schaffe ich die anderen Sachen wieder nicht. Also es ist mal wieder so ein Hin- und Herspringen, ne? Was, wo fängst du es am besten an? Was ergibt es am meisten Sinn? Wettertechnisch gesehen, Malarbeiten ergaben heute teilweise Sinn, weil das Wetter halt es hergegeben hat, es war warm genug für die Farbe. Auch wenn man rechtzeitig streicht, auch genug Zeit zum Trocknen vor der Regen auftaucht hier. Und die nächsten Tage, wie gesagt, wird es nass. Ich meine, ich mache mir jetzt keine Sorgen bei den neuen Schuppenbau, dass da jetzt gleich was wegrottet. Das ein Holz kann ja mit Wasser umgehen. Ne? Ist ja, ist ein Baum, ist Natur. Ne? Das ist ja. Also in dem Fall schlimm. Ja. Das war's von mir erstmal. Ich werde es kurz weitermachen. Wir haben zwei Bretter noch hier sägen auf 38. Ich hoffe, das eine Brett reicht hier mindestens. Damit das Zimmer, ein Blumenkasten schon mal dicht ist. Musst du noch Folie rein, noch Erde rein, dann Blume rein. Ne? Anmalen vorher logischerweise noch, weil danach anmalen ist schwierig. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Wünsche euch allen noch einen schönen Ostermontag. Ich hoffe, ihr habt das Wetter auch ein bisschen genossen. Ich hoffe, euch geht es körperlich nicht so ganz wie mir, dass man quasi theoretisch es hinlegen könnte jetzt in den Garten und sagen könnte: Gute Nacht. Na, könnte ich mich hinlegen und schlafen. Gut, also dann, bis morgen wieder zu einem neuen Daily-Video-Report. Und morgen, wie gesagt, das werde technisch ja nicht so doll sein mit, weil ich morgen ein Video beschneiden. Worum geht es in dem Video? Kurz überlegen, was war das gewesen? Da hatten wir gefilmt, stückweise gefilmt. Genau, hier, unser Regalbau. Also, wenn alles klappt, nächste Woche, diese Woche, ist ja schon diese Woche Freitag, Regalbau. Ja, aus Paletten, wie haben wir das Ganze so gebaut und so weiter und fort. Das gibt es nächste, diese Woche. Wir haben schon mal gedacht, das gibt es diese Woche, wenn es klappt, auf YouTube. Gut, das war es von mir, wie gesagt. Vielen Dank fürs Zusehen. Abonnieren teilen, folgt mir gerne Instagram, TikTok, makellos_YouTube. Steht unten noch in der Videobeschreibung nochmal, wie es geschrieben wird. Und ich motiviere mich nochmal ganz kurz, wenigstens einen Blumenkasten fest dicht zu machen. Nein, ich mache beide Blumenkästen schon mal dicht, weil sonst ich kann auch keine Arbeit hab liegen lassen. Das geht auch nicht. Gut. Macht's gut und bis bald, euer Marco Lorenz. Bis morgen wieder zum neuen Daily Video Report. Abonnieren, teilen. Macht euch noch einen schönen, was auch immer. Tschüss und bis bald.